Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, wir stehen jetzt in den Startlöchern für die großartigste Show, wenn es um günstige Preise geht, nämlich die 5 Euro Überraschungsshow. Jedes einzelne Produkt kostet Sie nur 5 Euro, dürfen Sie auch bis zu 5-mal bestellen, außer in einer Ausnahmesituation. Aber das bedeutet nicht, dass Sie da nicht auch noch ein großartiges Schnäppchen schlagen werden können. Wir lassen uns überraschen, ja. Und ich würde sagen, Moni, ja? Starte mal bitte die Sendung. Und habt ihr irgendwie bestimmte Produkte, Wünsche? Ja, ich hätte gerne schöne Dankeschön. Dekoration. Ja, das finde ich gut, bin ich dabei. Oh, wir haben hier, oh mein Gott, ich glaube, das ist ein elektrischer Nudelaufwickler. Ja, du hast vollkommen recht. Eine automatische Spaghetti-Gabel. Das ist so genial. Ich liebe Nudeln in sämtlichen Variationen. Also Nudeln zählt bei mir zu den Grundnahrungsmitteln und Nudeln habe ich grundsätzlich immer zu Hause. Mit was? Mit Fertigpesto. Okay, gut. Das ist lecker, auf jeden Fall. Es ist wirklich lecker. Weißt du, bei Monika ist das Bolognese. Ja. Und bei dir? Lieblingsnudeln? Lieblingsnudeln? Nudeln mit Pesto. Aber ja, grünen hier. Pesto, Pestazienpesto. Gibt es auch als Fertigpesto? Ja, sehr gut. Ich liebe einfach mit Butter und Käse. Oh, Butter und Maggi. Und Magie, klar. Und viel Käse natürlich. Butter und sein. Salzflüssigkeit. Aber noch andere Frage. Isst ihr das mit Löffel? Ja, das darf man das eigentlich nicht. Das ist typisch deutsch. Aber ich mach's trotzdem. Darf ich man nicht? Auch Sushi mit einer Gabel. Im Restaurant habe ich aber letztens sogar einen Löffel mit dazu gegeben. Ja, weil sie machen das extra für solchen Menschen, wenn ihr könnt ohne Löffel nicht. Ich dachte, ich müsste mit dem Löffel essen. Also normalerweise, ich schneide an den Tellerrand legen und am Tellerrand aufrollen. Und deshalb, guck mal, Kinder können das auch lernen. Du kannst auch für Erwachsene das bestellen, einfach üben. Wie kannst du ohne Löffel Nudeln zu machen? Ich finde das genial, oder? Man kann die Spitze auch abnehmen und in die Spülmaschine, wenn man eine hat, auch reinstecken, dann wird das Ganze auch wieder sauber. Aber es hat natürlich nicht nur hier so einen lustigen Faktor, sondern eben vielleicht auch mal für Personen, die einfach nicht mehr so selbst die Hände richtig gut bewegen können. Haben wir nämlich auch eine Kundenzuschrift. Und da hatte jemand einen Schlaganfall und deshalb ist diese Gabel dafür eben auch richtig toll, dass man dann trotzdem noch weiter Spaghetti essen kann und die Gabel das einfach für sie dann aufdreht. Ist ja auch ein riesen Party-Gag, muss man sagen. Ne? Ich meine, sie dürfen ja bis zu 5-mal zugreifen und wenn sie da mal Spaghetti für eine 5er-Runde kochen, dann ist das natürlich genial, wenn alle mit dieser automatischen Gabel essen, denieren können. Was gab es bei euren Kindergeburtstagen immer? Also ich muss schon sagen, bei uns gab es richtig oft entweder Pizza oder eben Spaghetti mit Tomatensauce. Auch cool. Aber bei mir gab es immer Spaghetti mit Tomatensauce, irgendwie bei allen. Ja, das ist Spaghetti mit Tomatensauce, ich glaube, das ist wirklich ein Must-Have bei Kindern. Wer mag bei das Kinder. Nicht, ne? Ja, Nudeln, das geht immer, ne? Mm. Du immer weißt, du weißt nicht, was solltest du essen und immer zu Hause hast du Nudeln oder Spaghetti zu Hause. Also ich finde das genial, bis 5-mal dürfen sie heute bestellen. Für Kinder, für Erwachsene, die essen Nudeln immer noch mit Löffel, ich glaube, das ist schon coole Sachen. Also damit kann es wirklich richtig Spaß machen und damit geht es eben auch leichter und für Menschen, die einfach ein bisschen eingeschränkt sind, ist es auch ideal. Deshalb bestellen Sie gerne für 5 Euro unsere automatische Spaghetti-Gabel mit der NC 3260 und der 569. Ich finde das wirklich richtig cool. Dreht sich von ganz alleine auf. Ich habe sowas irgendwann mal in einem Video gesehen, dachte, wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas? Wirklich? Ja. Bei Pearl TV. Für 5 Euro. Ja. Da, wo du es gesehen hast. Achso, ja. Naja, egal. Also ich glaube schon, dass andernorts das schon teurer ist, so eine automatische Gabel. Auf jeden Fall. Ich meine, so eine normale Gabel kostet ja schon viel Geld. Alles kostet viel Geld, ehrlich zu sein. Bitte schön. Vielen Dank. Deswegen, unsere Show wird über die Jahre hinweg immer besser, weil so viele Preise sind teurer geworden, nur die 5-Euro-Show ist geblieben. Ja. Stimmt. So, wir haben ein wunderschönes Akku-LED-Nachtlicht. Nachtlicht bedeutet, wir haben hier sogar einen Bewegungssensor mit dabei. Das heißt, wenn Sie nachts unterwegs sein sollten in Ihrer Wohnung, dann müssen Sie nicht das große helle Licht anmachen und dann plötzlich hell wach sein, sondern können auch ganz angenehm hier dieses nach unten hin strahlende Bodenlicht
Naja, es muss kein Bodenlicht sein, aber hier war es jetzt als Bodenlicht platziert. Das kann automatisch aufleuchten und Ihnen den Weg weisen. Ich finde das aber sehr angenehm, weil es dich eben nicht so blendet. Ne? Und es hat auch zwei verschiedene Lichtfarben. Einmal dieses hellere, dieses sterilere Weiß und dann auch dieses gemütliche Weiß. Finde ich auch wirklich praktisch. Was ich sehr gut finde, dass wir an der Wand ein Klebemagnet festbringen und dann kann man die einfach magnetisch dran machen und muss einmal nicht bohren und die ist noch mobil. Also die können wir dann eben auch, wenn man mal auf dem Flur Licht braucht oder mal der nächtliche Gang zum Kühlschrank stattfindet, kann man sich halt einen Wegweiser mitnehmen. Ja, zum Beispiel, wenn du nachts willst gucken, wie geht es deiner Nudelplatte noch im Kühlschrank? Gibt es noch kalte Nudeln zu essen? Und dann kannst du auch nachts zum Kühlschrank spazieren. Natürlich musst du nicht großes Licht anmachen. Also ich finde das wirklich genial für Fußbereich, super. Ja. Wahrscheinlich auch, das kann irgendwo... bei mir zum Beispiel, immer wenn ich in den Keller gehe, das zwischendurch im Flur gibt es kein Licht. Mhm. Na, das ist auch nicht so bequem. Dort kannst du auch platzieren und dann immer, wenn du gehst vorbei, Licht geht automatisch an. Oder zum Beispiel an der Bettkante unten, dass sobald du die Füße rausstreckst aus dem Bett, das Licht automatisch angeht. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder das auch sehr begrüßen, ne? Weil ich weiß noch, wie ich als Kind immer Angst hatte, im Dunkeln aus dem Bett zu gehen, weil ich mir sonst irgendwelche Sachen überlegt habe, wer da alles unter meinem Bett sein könnte. Aber bevor du mit dem Fuß den Boden erreichst, zack, geht dann das Licht schon an und dann bist du beruhigt. Auch im Erwachsenenalter beruhigt, wenn du weißt, du siehst ganz genau, wo du hintrittst. Kein Monster kommt. Und es fängt dich kein Monster, ja. Ja, das Monster ist bei mir die Kante vom Schreibtisch. Siehste? Wenn man nachts aus dem Bett aussteigt und dann schön mit dem kleinen Zeh irgendeine Schrankecke mitnimmt, da ist so ein kleines Licht eben wirklich schmerzsparend. Und es kostet nur 5 Euro. Es sind so gut investierte 5 Euro, weil es ist auch, ist das batteriebetrieben oder akkubetrieben, Rebecca? Das ist akkubetrieben. Noch und deswegen finde ich ja auch die Halterung so gut, dass es immer wieder ganz einfach abnehmen kannst, um es wieder aufzuladen. Aber ja, überall, wo du nachts mal hinspazierst, es kann natürlich auch ein WC-Licht sein, ne? Wenn du nachts mal aufs Klo gehst, dass du da nicht das große helle Licht anmachen musst, sondern einfach dieses Licht nutzen kannst. Das ist ausreichend und wie gesagt, sie sehen vor allem, wo was ist, wo die nächste Kante auf sie wartet, auf ihren Fuß wartet, um den aufzufressen, den kleinen Zeh. Ja, also das ist wirklich eine super Sache und es sieht auch noch schick aus, wie Sie es hier zum Beispiel sehen. Die Bestellnummer ist die ZX6063 und die 569. An der Stelle finde ich auch den Hinweis nochmal gut platziert, dass Sie mehrfach zugreifen können, weil das nebeneinander wegplatziert oder in mehreren Zimmern, Räumlichkeiten platziert, ist immer sehr, sehr gut. Und es ist eben auch ein dezentes Licht. Das heißt, das verschwindet auch in der Wand, dadurch, dass es weiß gestaltet ist. Von einer weißen Wand ist das sehr gut platziert und geschickt angebracht. Weiter geht's. Diana, wie schnell du immer bist in Pakete packen. Hoppala. Danke. Wie viele schöne Produkte haben wir hier, ne? In unserer Sendung. Übrigens jeden Tag um 17 Uhr. Es hat Moni in der Maske stehen. Eine Handyhalterung? Ja. Auch witzig, dass ich das direkt mit Monis Platz assoziiere. Aber Moni, an deiner Handyhalterung bedient sich ja jeder von uns, ne? Ja. Das ist so praktisch. Und was hat deine Handyhalterung gekostet? Ich glaube 25 Euro. Aua. Ja, ich merke schon gerade, das war ein bisschen dumm von mir, weil jetzt für 5 Euro ist es hervorragend. Und ich kann Ihnen sagen, so eine Handyhalterung ist einfach nur wirklich lebensverändernd und wirklich notwendig. Weil natürlich kann man das Handy hier reinstellen und jetzt mal eine schöne Serie schauen oder irgendwas auf YouTube. Aber ich bereite mich genau mit so einer Handyhalterung auch immer auf unsere Sendung vor. Da schreibe ich mir dann immer die ganzen Notizen raus. Und generell, wenn man Nachrichten bekommt, ich finde das viel praktischer, wenn man dann so antworten kann, als wenn man das immer so auf dem Tisch liegen hat, das Handy. Ja. Oder bei Video anrufen, da muss man es nicht mehr in der Hand halten. Also ich kann Ihnen sagen, es ist richtig beliebt und ich glaube, ihr müsst jetzt auch mal zugreifen. Was gefällt mir auch in diesem Handyhalterung, dass hier wir haben hier Platz für Ladekabel. Ja. Weißt du, was ich meine? Mach mal, das geht so vor. Die Halterung geht über den Ladeanschluss drüber. Und das bedeutet, oder du nutzt das Handy oder du lädst das. Hier, wir können das gleichzeitig beide Funktionen machen. Also
das ist wirklich schön. Guck mal, das kann sogar am Wand hängen. Ja. Heute Morgen habe ich ja noch zu Hause gefrühstückt. Hoppala. Zu Hause gefrühstückt und dann habe ich gerne mein Handy und gucke da noch irgendwelche Sachen nebenbei. Habe mein Handy diesmal nicht an der Milchtüte angelehnt, aber an meiner Kerze, die ich gerade da stehen hatte. Ja. Ne? Also das haben Sie vielleicht auch, dass Sie immer irgendwelche Gegenstände hinzuziehen, um da Ihr Handy aufzustellen, damit Sie es nicht in der Hand halten müssen. Das ist natürlich so viel, viel eleganter gelöst. Ne? Und meine Mama hat auch diese Halterung. Und die steht grundsätzlich immer in der Küche. Ne? Und ja. Wenn sie dann beispielsweise ein Rezept hier hat, ja. Dann ruft sie sich das so auf. Das ist einfach super bequem. Also wir können Ihnen das, glaube ich, alle empfehlen, einfach mal zu bestellen, weil Sie werden es permanent in Benutzung haben. Auch in der Badewanne. Und man sieht auch, es ist auch eine Tablet-Halterung, das wollte ich auch noch anmerken. Es hält also vom Gewicht her nicht nur Handys aus, sondern auch Tablets, weil es gibt ja auch Handyhalterungen, die wirklich ausschließlich fürs Handy sind, die dann bei einem Tablet nach hinten überkippen würden. Stimmt. Passiert hier aber nicht, weil der Fuß da das Gegengewicht ist. Also eben auch für das Tablet kompatibel. Mit der ZX7082 und der 569 können Sie sich auch eine dieser Halterungen bestellen. Und super. Es ist wirklich super. Für 5 Euro. Definitiv. Gute Schnäppchen hier heute. Oh, jetzt kommt ein kleines Päckchen im Preisalarm. Klein, aber fein. Oh, Dankeschön. Bitte schön. Das ist doch der Preisalarm, oder? Ja. Es ist eine Taschenlampe. Nein. Ach, deswegen ist das Handy hier geblieben. Wir haben ein Objektiv für das Handy, oder? Ja, richtig. Ein Smartphone-Vorsatz-Teleobjektiv mit 12-facher optischer Vergrößerung. Und dann können Sie mal aus Ihrem Smartphone ganz einfach eine Profikamera machen und jetzt kleine Objekte mal ganz groß hier ins Bild bringen. Finde ich wirklich super praktisch. Ganz einfach anklippen und schon sieht man eben alles richtig schön vergrößert. Man kann aber auch einfach so mit dem Auge durchschauen. Auch das, dafür ist ein Aufsatz da. Und wir sehen das auch gerade mal hier. Das sieht doch toll aus. Ich finde das wirklich genial. Guck mal diese Bilder. Also normalerweise sowas Professionelles kostet schon wirklich viel, viel Geld. Aber heute, ich bin wirklich begeistert, dass Sie haben solche Geräte für 5 Euro. Was kannst du zurzeit für 5 Euro kaufen? Auf jeden Fall gar kein Objektiv für Handy. Und guck mal, wie kann das wirklich zoomen? Ich habe schon das ausprobiert. Das funktioniert perfekt. Und natürlich haben wir hier noch ein kleines Säckchen. Das ist auch praktisch, kannst du das alles immer mitzunehmen. Und so, Rebecca, du liebst Natur zu fotografieren, oder? Also ich glaube, für dich, das wird einfach ideal für wie heißen die? Vogel und Eichhörnchen. Eichhörnchen, wie weit können wir denn zoomen? Also richtig zweifach. Unglaublich. Ich entdecke hier gerade Dinge im Studio. Guck mal, ich kann sogar unsere Kamera hier abfotografieren. Super scharf alles. Ja, man kann es auch noch scharf stellen natürlich und auch fokussieren durch diesen praktischen Ring. Ein Mikrofasertuch zum Reinigen der Linse ist auch dabei. Oder Sie verwenden es einfach so mit dieser Augenmuschel und sehen es dann einfach mal als Fernrohr. Auch das ist wirklich beeindruckend. Und Rebecca hat das hier auch gerade mal live getestet. Ja, ich habe die Kamera, die hier wirklich sehr, sehr weit weg steht, habe ich fotografiert. Auch diverse Menschen, die hier arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob die das mögen, wenn ich sie zeige. Aber hier die Kamera, die habe ich auf jeden Fall super scharf ranbekommen. Was schätzt ihr, wie viele Meter uns trennen zwischen genau dieser Kamera? Die habe ich fotografiert. Ich sage, und uns 15. Sind schon einige. 15 Meter Minimum. Und wie scharf das alles. Ja. Wow. Die Qualität bleibt, das ist auch wichtig. Normalerweise beim Handy, wenn du zoomst verwackelt. Dann siehst du nichts mehr. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie einfach das geht. Ne? Genau, einfach. Ich finde das auch so toll, dass wir da nichts irgendwie kleben müssen oder so oder drum basteln müssen, sondern einfach mit diesem Clip oben drauf klippen. Und ich finde das auch super für Landschaftsfotografien zum Beispiel oder wenn man Vögel fotografiert oder auch im Tierpark, stelle ich mir das schön vor. Park. Oder wenn man seine Kollegen bei der Arbeit fotografieren möchte, ist auch sehr gut. Ah, bitte nett winken. So, bei pfeil.de sehen wir gerade, wir wären aber jetzt 10 Euro. Es ist ja hier auch
der Preisalarm. Also hier bitte einmal Probestellern und zugreifen. Aber machen Sie das unbedingt, weil dann können Sie ganz einfach Ihr Smartphone zur Profikamera umrüsten. Oder auch einfach mal so da durchschauen. Ist auch Staub- und Spritzwasser geschützt. Auch das natürlich super. Und ein Mikrofasertuch Plus. Dieser Beutel ist auch noch dabei. Die ZX2916 und die 569 ist die Bestellnummer. Und für 5 Euro ist es auch wieder wirklich wie geschenkt. Also ein toller Preisalarm in dieser Sendung. Richtig gut platziert. Und meine Hand ist auf dem Buzzer ebenso gut platziert. Um den nächsten Karton herbeizuholen. Dankeschön. Und Umschlag. Ich bin immer so gespannt. Ich bin wirklich immer, es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen mit den Kisten. Ja, ich finde das so schön. Also Sie werden genauso überrascht wie wir. Vor allem stell dir vor, wenn du diese ganzen Produkte für nur 5 Euro nach Hause bestellst, hast du wirklich einen ganzen Karton voller, toller, vielfältiger Schnäppchen. Das finde ich auch immer sehr toll. Also gerne mehrfach anrufen und bestellen. Aha. Zum Beispiel diese Klappsäge, Handklappsäge, könnten Sie auch sehr gut gebrauchen. Gerade im Garten ist es immer sehr schön, wenn Sie Äste, Zweige und Bretter wie Butter zersägen können. Bretter wie Butter. Wer kennt sie nicht, die Butter im Garten? Ich find, aber du hast schon recht. Gerade jetzt in der Jahreszeit habe ich schon viele Nachbarn dabei ertappt, dass sie ihre ganzen Äste zurückschneiden und die Hecken. Ja, und ich finde das hier so toll, dass die so schön minimalistisch gehalten wurde und dass sie eben auch klappbar ist. Das heißt, da ist das Verletzungsrisiko dann natürlich minimiert, wenn man die nach Gebrauch einfach zusammenklappt. Dann auch mit einer Kindersicherung finde ich sehr wichtig bei solchen Sägen. Und wie heißt der Schliff? Das ist eine Trapezverzahnung. Genau, Trapezverzahnung geht durch Holz wie Butter mit ganz wenig körperlicher Anstrengung. Beide Seiten sogar. Genau. Das ist auch wichtig. Und beide Richtungen. Aus Carbonstahl übrigens auch, also auch richtig gut. Ideal auch auf der Campingtour, lese ich gerade hier. Mhm. Aha. Ja, ich Moment, denke überall. Sicher zusammengeklappt liegt sie als handzahm schnurrender Säbelzahntiger in ihrem Rucksack. Hier ist ein Säbelzahntiger. Und wenn er böse wird, dann... Ja, wir haben sehr viele Kundenzuschriften, zum Beispiel von Manuel D. aus München. Gute Sicherheit für Baumarbeiten auf einer Leiter, da man sie zum Aufsteigen eingeklappt in der Tasche mitnehmen kann und trotzdem eine sehr gute Säge dabei hat. Die Erika T. aus Aussacker ist auch sehr glücklich mit ihrem Einkauf. Sie hat uns geschrieben, ich kann als Frau bestens damit arbeiten, bin sehr zufrieden damit. Oder Konstantin B. aus Rostock hat geschrieben, ein unentbehrlicher Begleiter, wenn die Bäume oder Büsche in die Jahre gekommen und ein Astschneider zu anstrengend ist. Die Klappsäge passt in die Zollstocktasche der Hose und störende Äste kann man schnell und leicht abschneiden. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man so durch den Garten spaziert, hat man gerne das Wichtigste direkt am Mann. Und da hast du diese Säge natürlich immer griffbereit. Und wenn man da zwischendurch mal was sieht, so einen toten Ast oder ähnliches, können sie direkt aktiv werden. Aber als erstes müssen sie natürlich die folgende Bestellnummer durchgeben, damit es überhaupt zu ihnen nach Hause kommt. Die NC 2424 und die 569 ist das. Bäm! Weiter geht's. Zack. Und weiter im Takt. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Ich wollte hier durchkriegen. Ich krieg schon wieder den Umschlag. Oh. Ja. Wer hat sich schon immer einen Hund gewünscht? Ja, ich. Dankeschön. Ich habe diesen Hund wirklich als Kind gehabt. Nein. Oh, wie süß. Und? Was für Erinnerungen hast du an diesen Hund? Ich habe ihn immer noch. Also ich habe den zu meinem dritten Geburtstag bekommen. Und ich habe ihn immer noch. Und er leistet immer noch treue Dienste. Also die sind einfach so zuckersüß. Ja. Mittlerweile habe ich mir den Hund auch in Lebensgröße und noch 6-mal größer gekauft. Aber dieser kleine Hund hier hat meine Liebe zu Hunden geweckt. Wie heißt der? Wie meiner hieß? Biane. Biane? Biane. Also wirklich sehr, sehr süß. Ich glaube, das soll ein Chihuahua sein, ne? Mit süßen Knopfaugen. Ein Baby-Chihuahua, würde ich sagen. Oder? Ja, die sind so wie der Bell. Klein und niedlich. Monika, komm, wir lassen sie mal spielen. Hunde, ne? Ja. Wollen wir unsere Hunde mal spielen lassen? Ja. Ich finde den richtig süß. Gefällt mir sehr gut.
Aber wie gesagt, manchmal kann man eben keinen Hund haben, weil das vielleicht auch zeitlich nicht passt oder man hat eine Tierhaarallergie, das ist richtig ärgerlich, aber hier kann man sich vielleicht trotzdem dann so einen kleinen süßen Freund jetzt nach Hause bestellen und denken Sie dran, immer mehrfach zugreifen, wenn Sie es vielleicht auch Kindern schenken oder auch Geschwistern. Sonst gibt es auf jeden Fall Streit und ich finde, zu zweit sehen die doch auch richtig süß aus. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du da an diesem wunderschönen Halsband einfach mal eine Leine anbringst. Dann kannst du mit dem auch spazieren gehen. Das hätte ich ja gerne gemacht. Ja, stimmt. Man bastelt sich einfach noch eine Leine. Ja. Kannst du zum Beispiel so eine Strickwiesel nehmen, eine Leine stricken. Das habe ich als Kind auch gerne gemacht. Und dann kannst du mit dem Hund spazieren gehen. Süß. Das ist mit so einem Hund viel, viel leichter als mit einem echten Hund. Der ist richtig viel pflegeleichter. Ja, also keine großen Hunde. Hat auch noch einen Ausschalter, ne? Also ja, das ist auch gut. Ist übrigens batteriebetrieben. Doppel-A-Batterien, das sind natürlich auch die gängigsten Batterien, die werden Sie zu Hause haben. Wenn nicht, haben wir die auch noch an anderer Stelle bei uns bei Pearl zu bestellen und auch zu einem super günstigen Preis. Und dann ist der kleine Kerl hier unermüdlich. Du mal, diese süße Beinchen. Ja, wieder immer vorwärts so und dann auch wieder rückwärts geht. Ne? Ja. Vorwärts, rückwärts, immer im Kreis rum. Er bellt immer, wenn er rückwärts geht. Ja, goldig. Einfach nur goldig und auch richtig weich, ne? Hallo. Oh. Sehr kuschelig, sehr weich. Wahrscheinlich, wenn Sie haben schon einen Chihuahua zu Hause. Ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Hallo. Also, wie gesagt, für Kinder der Hit, zum Beispiel auch für die Enkelkinder von Ursula S. aus Obertshausen. Sie hat uns geschrieben, alles bestens. Unsere Enkelkinder waren sehr begeistert und haben sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich sofort. Ich finde das einfach knuffig und das sind so schön investierte 5 Euro, weil das ist einfach ein Geschenk. Das ist für Kinder, ist das ja so real. Also wirklich kleine Kinder, Enkelkinder, das ist ja für die einfach super schön, so ein klein kläffendes Kuscheltier. Ich fand solche Kuscheltiere früher immer toll, weil sie eben nicht einfach stumm waren und sich nicht bewegen konnten, sondern eben auch einfach Geräusche von sich gaben und sich bewegt haben. Ja, das sind immer die tollen Produkte, die tollen Geschenke-Highlights, die man als Kind gerne ausgepackt hat. Und Sie können damit auch für Freude sorgen. Mit der Bestellnummer NX8204 und der 569 haben Sie diesen süßen kleinen Chihuahua im Warenkorb. So einfach ist das. So ja, einfach. Wir haben tolle Geschenke-Hits auch immer für so einen günstigen Preis, ne? Muss man sagen. Bitteschön. Oh, das Dankeschön. Ist ein bisschen schwerer. Es ist etwas, was du in der Küche benutzen kannst. Ja. Wir haben über Backen gesprochen. Du hast sehr früh geöffnet. Wir haben heute Morgen über Backen gesprochen, aber warum? Ja, weil wir gestern wurde uns aus der Regie ein Kuchen versprochen. Wir haben über die Dubai-Schokolade gesprochen. Ah, Schokolade. Aber wir haben immer noch keinen Kuchen. Ja. Da war ja was, genau, richtig. Aber das Tolle ist, das ist nicht nur eine schöne Küchenwaage. Ich finde diese Waage auch im Büro total schick, als Briefwaage. Ne? Sie müssen ja immer schauen, wenn Sie Briefe verschicken, wie schwer die sind. Sie können natürlich jetzt jedes Mal zur Poststation gehen und das dort messen und wiegen lassen. Aber das geht auch ganz einfach zu Hause. Mittlerweile mache ich ganz gerne die Frankierung zu Hause. Da gibt es ja so digitale Briefmarken oder Briefmarken, die du ausdrucken kannst. Und dann musst du halt eben zu Hause auch wiegen. Und das geht mit so einer Waage sehr, sehr gut. Die ist total schick, weil sie schwarz ist. Das ist mal außergewöhnlich, finde ich, für so eine Waage. Und vor allem, sie ist super kompakt, oder? Ja, sehr, einmal sehr das. Schön. Und ich finde sie für die Bürofunktion auch sehr gut, weil sie auf 1 Gramm genau wiegt. Also haben wir da auch keine Abweichungen. Mhm. Und wir haben eine Tara-Funktion. Das ist dann natürlich für die Küche sehr schön, einfach per Touch zu bedienen. Und ich finde es schön, dass das Wiegefeld eben etwas erhoben, also etwas sozusagen über dem Fuß ist. Weil dann beschmutzt die komplette Waage nicht so, wenn man beim Backen mal mit Mehl und Milch etwas unsauber gearbeitet hat. Finde ich sehr schön. Und ich finde sie einfach super gut klein. Ja, und jetzt im Winter, ich glaube, wir kochen mehr, wir backen mehr. Ja. Wir wollten jetzt eine Schokolade auch machen mit Pistazien. Mhm. Ja. Ich würde, ich glaube, machen. Und dort brauchst du auch zum Beispiel
Kuchenwagen. Meine, ehrlich zu sein, ich habe auch eine, aber die sind ein bisschen größer und die sind schon ein bisschen nicht so schön. Ja. Die sind, zeigen auch nicht immer so genau. Deshalb, ich könnte jetzt mir einen neuen Wagen kaufen. Und ehrlich zu sein, ich dachte normalerweise, die kosten ab 30 Euro. Ja. Hier, wir haben ein super Modell für 5 Euro. Also sofort die Möglichkeit ausnutzen. Und normalerweise kosten kompakte Digitalwagen eben auch wirklich mehr. Also ich kenne da, meine Waage hat, ich glaube, 12 Euro gekostet, aber die hier kostet nur 5 Euro. Mit der NC2412 und der 569 können Sie die auch bis zu dreimal bestellen. Vielleicht für die Küche und fürs Büro oder auch mal zum Auszug, wenn die Kinder ausziehen oder die Enkelkinder. Oh ja, weil das war bei meinem Auszug auch ein Gedankenblitz, ach, du brauchst doch eine Küchenwaage. Mhm. Also sehr gut, investiert für 5 Euro. Ja, vor allem, weil die so schick ist. Die gefällt mir sehr gut. Ich finde es schön, wenn du Wagen auch einfach so offen stehen lassen kannst oder wie wir es eben gesehen haben, auch hängen lassen kannst, weil die so schick ist. Hoppala. Sehr gut gefangen, Merle. Reflex. Oh. Jetzt haben wir ein 3-in-1-Produkt. Und jetzt haben wir ein 3-in-1-Produkt. Wow. Ich finde allein schon die Hülle wirklich fantastisch. Erinnert also schon an eine ganz bestimmte Marke. Das Etui. Aber wir haben ja eine 3-in-1-Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und auch Nachtsichtaufsatz. Und natürlich eben auch diese Bildschirm-Blaulichtfilter-Brillengläser. Das ist auch hervorragend, damit man einfach auch die Augen nicht so strapaziert und man dann eben auch besser einschlafen kann. Aber natürlich auch super praktisch fürs Autofahren natürlich. Gerade in der Nacht eben diesen gelben Aufsatz, dann spiegeln sich die ganzen Lichter nicht mehr. Und tagsüber, wenn die Sonne scheint, dann eben auch mal die Sonnenbrille und du siehst richtig cool aus. Ja, wir haben ja noch eine hier in der Mitte. Und jetzt siehst du aus wie eine Lehrerin. Hallo. Deutsch und Sport. Oh. Sport. Spannende Kombination. Schönen guten Tag. Wofür ist aber das? Ich muss Glas? Sagen, normalerweise Brille kosten keine 5 Euro. Also viel mehr. Oh, hier, wir haben 3-in-1. Ich weiß, dass diese gelbe Brille für Nachtvision, die kosten, ich glaube, mein Vater hat sie für 60 Euro gekauft. Und hier, wenn ich sehe, unsere Preise. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, vor allem, weil es die Hülle auch noch da oben drauf und gibt. Tuch. Und wir haben ja schon oft festgehalten, genau, das Tuch auch noch, Wahnsinn. Wir haben ja schon oft festgehalten, dass wir das Etui auch gerne so bestellen würden. Aber ich würde diese Brille unbedingt auch ständig im Auto liegen lassen. Ja. Ne? Im Auto finde ich das auch sehr wichtig. Und die nehmen nicht so viel Platz im Auto auch. Ne? Das musst du nicht drei Brille dort haben, du kannst einfach 3-in-1. Und das Wechseln geht auch schneller. Und das ist auch universal, das passt dir. Guck mal, das sieht sehr, sehr gut an Merve an. Das ist, ich habe schon gesehen, Ralf sieht sehr, sehr schön aus mit dieser Brille. Ingo, Carsten, also wirklich, das ist so retro Klassiker, ne? Ich finde es einfach gut, dass wir eine 3-in-1-Brille haben und nur ein Brillengestell brauchen. Also das ist dieser Platzsparaspekt ist für mich hier das maximal größte Argument. Aber eben auch dieses Etui, was in einem wunderschönen braunen Kunstleder gehalten wurde. Und es ist für 5 Euro gar nichts. Unglaublich. Mhm. Normalerweise wären wir auch bei 15 Euro. Also Sie sehen schon, das ist immer toll hier einzuschalten. Sie dürfen auch gerne bis zu 5 mal bestellen. Vielleicht eine fürs Auto, vielleicht auch eine für Ihre Frau oder für Ihren Mann gleich mitbestellen. Vielleicht auch eine zu Hause zu haben. Auch da finde ich diese Blaulichtfilteraufsatz halt eben auch richtig toll. Und das sieht wirklich richtig toll aus. Sie bestellen immer die NX8367 und die 569 und Sie bekommen natürlich auch noch das Tuch und auch das Schutzetui. Also wirklich ein super tolles Paket für nur 5 Euro. Insgesamt war das eine tolle 5-Euro-Show. Und wenn Sie bestellt haben, werden Sie sich auch über dieses Paket, was zu Ihnen kommt, sehr freuen. Viel Spaß damit.